Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Euford & Co. Heute haben wir mal eine ganz besondere Neuheit, eine Basel World Neuheit 2019 aus dem Hause Rolex. Und zwar wollen wir euch heute die Rolex Sea-Dweller Bicolor 126-603 präsentieren. Das Modell wurde, wie gesagt, im Frühjahr ganz neu, ganz frisch vorgestellt. Das wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Wenn euch das Modell oder unsere Videos gefallen, dann vergesst bitte nicht den Like-Button zu drücken und ansonsten ganz viel Spaß bei dem Video. So, vor uns sehen wir nun also die Box des Modells. Es handelt sich hierbei um die größere Variante. Schauen wir einmal rein. Natürlich die Rolex-Krone auf der Front reingeprägt. Vor uns ist schon die eigentliche Uhrenbox. Natürlich im klassischen Rolex-Grün gehalten, mit der entsprechenden Krone auf der Front. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Und hier begrüßt uns schon das Modell. Atemberaubend, muss man wirklich sagen. Viele haben es seit der Messe schon erwartet. Jetzt ist es endlich soweit, wir können es euch zeigen und sind selber sehr gespannt. Im Deckel befinden sich natürlich noch die zugehörigen Dokumente, wie die Garantiekarte, die Garantiebestimmung und natürlich die Bedienungsanleitung. Die lassen wir jetzt aber beiseite und schauen uns das Modell mal im Detail an. So, und vor uns sehen wir nun also einmal das Modell. Wie gesagt, handelt sich hierbei um die Rolex Sea-Dweller in Bicolor, also Steel und Gold, mit der Referenz 126-603. Hier an der Seite kann man schon erkennen, dass sich dort das Heliumventil versteckt. Dieses Modell wurde, wie schon bereits erwähnt, auf der Basel World Anfang des Jahres präsentiert. Eine der Neuheiten von Rolex. Mittlerweile kommt das Thema Bicolor oder Steel and Gold natürlich absolut. Firma Tudor hat es natürlich schon vorgemacht und Rolex zieht hier nach mit der Sea-Dweller in Bicolor. Absolut spitze. Sehr, sehr hübsch geworden. Die Maße und Abmessungen generell sind natürlich gleich zur bekannten Sea-Dweller. Wir schauen uns dennoch einmal die Details an. Wir haben hier einen 43 mm Gehäusekorpus. Dieser ist komplett aus Oyster-Stil gefertigt, sprich Edelstahl 904L und in Kombination mit Gelbgold. Heißt, man spricht hier von dem Rolesorg-Gelb, das ist eine Kombination aus dem Rolex bekannten Oyster-Stil und 18 Karat Gelbgold. Dieser ist angebracht, wie man sehen kann, an der Lünette im entsprechenden Oyster-Band und auf der Krone. Die Lünette ist bekanntermaßen, wie man sehen kann, einseitig drehbar und mit einer Cerachrom Lünetteneinlage versehen. Diese ist schwarz gehalten und die Ziffern und Zahlen passendermaßen natürlich in Gold. Auf der Front ist einmal ein Safirglas verbaut, dieses ist sehr kratzfest und unempfindlich. Auf der 3O-Position ist die verschraubte Krone mit Triplock-Sicherung. Mit deren Hilfe kann ich hier wunderbar die Zeit verstellen. Schönes Detail finde ich persönlich auch der Sea-Dweller-Schriftzug auf der 6-Uhr-Position, auch in Gold gestaltet. Passt natürlich super zu dem Farbkonzept. Auch die Indizes sowie Zeigerumrandungen, die sonst im Weißgold gefertigt sind, sind hier in einem Goldton. Absolut stimmig. Datum springt einwandfrei über. Wie man sehen kann, haben wir auch auf der 3-Uhr-Position eine entsprechende Lupe verbaut. Somit auch perfekt ablesbar. Eine Besonderheit bei der Sea-Dweller ist natürlich die Wasserdichtigkeit. Dieses Modell ist bis zu 122 Atmosphären, also 1220 Meter wasserdicht. Und damit lässt es sich wirklich sehr gut tauchen, wer das machen möchte. Die Uhr kann das auf jeden Fall. Darüber hinaus haben wir natürlich die bekannte Oyster-Lock mit Sicherheitsverschluss.
Kommen wir noch einmal zum Uhrwerk. Wir haben hier das hauseigene Kaliber 32-35, das Manufakturkaliber von Rolex verbaut. Dieses ist natürlich Chronometer zertifiziert. Heißt, nach dem Einschalen haben wir eine Abweichung von plus minus 2 Sekunden am Tag und eine Gangreserve von 70 Stunden. Schauen wir uns einmal hier die Leuchtmasse an. Wir haben hier wunderbar leuchtende Zeiger sowie Indizes. Diese leuchten auch sofort nach. In dem Zuge wollen wir dann natürlich auch noch einmal die Gehäusemaße nehmen. Und da kommen wir hier auf einen Durchmesser von 43 mm. Einer Gehäusehöhe mit der Lupe von 16,2 und ohne Lupe von 15,1 mm. Hornabstand beträgt 50,3 mm. Jetzt habe ich das Modell natürlich noch einmal für euch angelegt, damit ihr euch das vorstellen könnt. Passt aber absolut ans Handgelenk. Ich habe hier einen Umfang von... Die Schließe sitzt absolut optimal und auch vom Aufbau absolut schönes Modell. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende zu unserem Video zu der Rolex Sea-Dweller Bicolor 126-603. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick zu diesem Prachtexemplar erhalten. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst und natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Ciao.